Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Nach einem Rabatt von P% sinkt der Preis eines Artikels von 45 Euro auf 36 Euro. Frage, welchen Wert hat die Zahl P? Wir schreiben zuerst auf, dass der Preis von 45 Euro um P% von 45 Euro sinkt. Und so sinkt dieser Preis auf 36 Euro. Jetzt brauchen wir nur noch diese Gleichung zu lösen mit unbekannter Pi. Hier können wir 45 ausklammern und diese 45, die links vom Ist-Zeichen multiplizieren, die setzen wir rechts rüber, wo sie teilen wird. 36 45, das macht 4 Fünftel. Jetzt setzen wir diese 1 rechts rüber. Sie wird dazu minus 1, also zu minus 5 Fünftel. Und somit stoßen wir auf diese Gleichung. Diese Gleichung besagt, dass p 100 Fünftel ist. Wir können die beiden Minuszeichen streichen und diese 100, die hier teilt, setzen wir rechts rüber, wo sie multiplizieren wird. Und 100 geteilt durch 5, das macht 20. Der gefragte Wert von P beträgt also 20. Wir werden die nächste Frage im nächsten Tutorial bearbeiten.